Servus, Grüße von der Route, Kasper, der zweiten neuen Folge von Mega Man X 5 und ich bin immer leicht angeschwipst und ohne große Umzweifel, Zero Night Message 2. Ja, was? Hab ich was Falsches gesagt? Au. Ich wüsste jetzt nicht, dass ich irgendwas Falsches gesagt habe, oder? Das Problem, was ich hier gerade habe, ist, dass unser Mr. X... diese Stage ist eigentlich um einiges leichter, beziehungsweise der Boss dieser Stage ist um einiges leichter, wenn ich mit... Lezero spiele. Problem? Lezero hat ein Problem in dieser Stage. Da diese Stage, ehrlich gesagt, so ziemlich heftig mit Lezero ist. Wenn ihr versteht, was ich meine. Aber wir sind ja schlaue Userlein, beziehungsweise schlaue Menschen. Und spielen eine Runde Falcon Armor X. Ja! Au! Arschgeige. I don't like you. Warum falle ich jetzt runter? Warum falle ich runter? Warum? Was macht ihr mit mir? Flieg, mein X! Flieg, mein X! Haha! Und wir sind da! Bei dem zweiten lästigen Boss, der von vielen Leuten als der wohl schlimmste Boss in diesem Spiel, gehandhabt wird. Rang da, rang da! Ja, da ist wirklich so. Ja. Oh Gott, ich krieg so viel Schaden. Das ist nicht feierlich. Okay, dann machen wir das mal anders. Rang der Bank da. Ich glaube, C-Shot. Irgendeiner war doch gegen den C-Shot. Ich glaube, Blau war gegen... Grandfire, genau. Nee, das war's nicht. Das ist nicht gut. Ich guck mal fix nach, damit ich eine Ahnung habe. Weil ansonsten bin ich hier gerade echt aufgeschmissen. Rang da Bank da. Muss ich mal nachgucken. Ja. Grün gegen C-Shirt, blau gegen... das war tatsächlich richtig. Pfui. Doch, es ist anfällig. Es sieht so aus, ja. Gushaver. Nein! Ah, das war so knapp. Das war so knapp. Verdammt. Was willst du machen? Was willst du machen? Rang da Bang da. Oder besser, Rang da Bang da. Nee, Rang da Bang da. Der Name ist geil irgendwie, aber es ist echt ein schwerer Boss. Vor allem, es hat einen ganz einfachen Grund, warum dieser Boss so verdammt kacke schwer ist. Ja. So, rotes Auge. Anfällig gegenüber Tree Thunder. Ja, da muss ich ein bisschen helfen, weil dieser Boss ist sau schwer. War wichtig. Sehr schön. Gushaver. Komm
Kram. Einen nehme ich noch. Na, das könnte ein dickes Problem werden, was ich gerade habe. Grünes Auge. C-Shot. Schema. Meines Wissens nach. Nein! Ach. Deswegen hasse ich diese Stage, diesen Boss. Ihr habt ja gerade gesehen, was das Problem war. Da kam einfach so mir nichts, dir nichts, mal ein paar Instant Death Spikes. Ich wollte es können. Ab 50%. Scheiße. Rot, Three Thunder. Hab ich dich. Blau, Groundfire? Ah, wo bist du? War ja irgendwie logisch, dass dieses Mistviech jetzt irgendeine Scheiße baut. Gushaver. So, jetzt dürften nämlich blau war Grandfire, genau. Jetzt dürften wir nämlich. Au. Komm, was haben wir jetzt? Grün. Ja, ab und an muss ich das auch machen. Das ist doch nicht wahr jetzt! Ah! Hilfe Gott doch mal! Ich hasse es! Wie die Pest! Nochmal! Die Bosse sind lästig. Die sind. Ich sag mal, ich finde es das geil, dass sie irgendwie großartig die ganzen tollen Bosse irgendwie großartig wieder aufleben. Ich finde das geil! Weil. Das muss ich so gestehen, wie es ist. Es macht einfach Spaß. Aber das Problem an der Geschichte ist halt einfach, diese Bosse sind so unheimlich lästig. Dass es nämlich wieder keinen Spaß macht. Und ich werde jetzt definitiv drauf gehen. Ja, ich bin tot. Das kann ich nicht mehr gewinnen. Das kann ich nicht mehr gewinnen. Weil gleich werde ich wieder, so wie es sich gehört, in diesen verdammten Spike reinlaufen. Ja. So. Grün war C-Shot. Gott! Nochmal! Ich gebe jetzt nicht auf. Zum Teufel nochmal. So weit kommt es ja wohl noch. Dass ich aufgebe. Ich. So weit kommt es ja wohl noch. Wir fangen an mit Blau. Die.
Gushieva. Ja, die Sonne. Wenn man sie so nennen darf. Das war dumm. Da habe ich was... Nee, das war dumm. Das gebe ich so offen und ehrlich zu. Das war einfach nur dumm. Weil... Man muss halt sagen... Ja, das war einfach dumm. Ich habe vergessen, dass die Falcon aber keine Erde kann. Das war meine Schuld. Da gebe ich zu. Das gebe ich offen und ehrlich zu. So. So, Gushaver. Ich meine, ich könnte theoretisch auch eigentlich alles. Oh, war das knapp. War das knapp. Gib mir... Nee, den brauche ich noch nicht. Noch nicht. Doch, jetzt brauche ich's. Noch ein Schuss. Komm. Einer noch. Einer noch. Einer noch. Mark. Und jetzt darf ich wieder E-Tanks farmen gehen. Ja. Wenigstens muss ich jetzt hier nicht großartig rumspielen. Ja. E-Tanks sind schön. Vor allem, wir haben noch das, das Beste haben wir noch vor uns. Beziehungsweise es haben noch zwei Sachen haben wir noch vor uns. Eine Mietzekatze, die der Meinung ist, sie müsste vor mir stehen und sagen, hey, kann ich auf den Schoß? Ja. Aber ich diskutiere über meine Mietzekatze in der nächsten Folge. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.